Jetzt haben wir uns die Frage gestellt, was ist es mit diesem Erfolgsmodell Schweiz? Was unterscheidet die Schweiz von der Vorgangsweise Österreichs? In der Schweiz gibt es keine Opposition, stimmt auch nicht, aber es werden hier auch alle Kräfte, alle politischen Kräfte, in dem Fall eben die vier größten Parteien, eingeladen in die Regierungsarbeit, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortungsbereitschaft, nicht nur kritisieren, sondern mitschaffen, mitarbeiten. Es gibt 7 Ministerien oder 7 Minister, es gibt auch einen Bundespräsidenten, der wird aber alljährlich aus diesen 7 gewählt. Also eine sehr, sehr schlanke Struktur. Die Schweiz hat ein komplett anderes Modell und es ist aufgebaut auf direkter Demokratie. Das heißt, die Bürger entscheiden oder haben relativ viel mitzureden, weil während Österreich zentral aufgestellt ist, zentral über den Bund und auch zentral über die Landeshauptleute. Und das ist ein Riesenunterschied, allein die ganzen Volksbefragungen, die dann auch umgesetzt werden müssen. Also wir haben gehört, auch im Vortrag 100.000 Unterstützungserklärungen reichen. Und man kann eine Volksabstimmung machen und die Regierung muss es dann umsetzen. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu Österreich. Ja, die Politik kann sich natürlich etwas von der Schweiz abschauen, dahingehend, dass sie gestaltet und den Bürger, den Stimmbürger, den Kunden des Staates, wie ich im Vortrag erwähnt habe, in den politischen Willensbildungsprozess mit einbindet. Der Bürger heutzutage ist mündiger, als man annimmt. Also ich bin einmal überzeugt, dass wir aus einem typischen Österreicher jetzt keinen Schweizer machen. Das heißt, was die Mentalität betrifft, werden wir sicher hier nicht viel bewegen. Was wir bewegen können, ist, dass wir das politische Modell kopieren, nämlich dass wir den Betrieben, den Unternehmern wieder mehr Spielraum geben, um auch tatsächlich Arbeitsplätze zu schaffen, um innovativ zu sein, um auch international wettbewerbsfähig zu sein. Da können wir uns einiges von der Schweiz abschauen und natürlich auch die direkte Demokratie, weil auch da ist die Schweiz Vorreiter und im Gegensatz zu Österreich ist in der Schweiz tatsächlich der Bürger der Chef und entscheidet darüber, was passiert und was ihm nicht passiert. Es muss ein Neustart vor sich gehen, weil die Menschen in einem derartigen Ausmaß unzufrieden sind mit den beiden Großparteien, sowohl mit Rot als auch mit Schwarz, dass ein Neubeginn notwendig wäre, dringend notwendig wäre. Und das steht an. Ich möchte nur sagen, dass die Team Stronach-Akademie großartige Leistung bringt. Es sind immer sehr, sehr interessante Vorträge und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass die Menschen mit solchen Vorträgen auch ein Gefühl dafür bekommen, was alles möglich ist, was wir mit besserer Politik alles erreichen können. Und wenn wir tatsächlich alle an einem Strang ziehen, ist alles möglich. Und in dieser Hoffnung bin ich überzeugt, dass die Team Stronach-Akademie weiterarbeiten wird.